In diesem Video möchte ich Ihnen ja zeigen, wie man Grafiken auch noch schön hinkriegt. Es ist sehr wichtig, wenn man eine Grafik mit einer Datenanalyse präsentiert, dass sie auch ordentlich aussieht. Was gehört dazu? Ein Titel gehört dazu. Die X-Dimension müsste beschrieben werden. Was bedeutet überhaupt X? Was bedeutet die Y-Dimension? Eine Legende muss hin. Und natürlich möchte man auch verschiedene Farben benutzen können oder verschiedene Marker, wenn man viele verschiedene Daten auf dem gleichen Plot hat. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe mich hier bereits was vorbereitet. Und zwar importiere ich wieder NumPy, das ist nicht besonders interessant. Und dann Matplotlib. Ich erzeuge mir eine Figur und ich erzeuge mir ein bisschen Daten, wobei x ist ganz einfach wieder von 0 bis 9. y1 ist diesmal die quadratische Funktion sozusagen und y2 ist x mal 2. Nichts besonders Interessantes, aber damit wir das was sehen können. Und ax ist jetzt ein einziger Plot, ein einziger Achsenkreuz auf meiner Figur, auf meiner Grafik. Mehr brauchen wir im Moment nicht. Wichtig ist zu verstehen, dass alle diese Verschönerungen und alle diese Anpassungen beziehen sich immer auf ein einziges Achsenkreuz. Das sind die sogenannten Artisten in Matplotlib. Und diese Artisten, also wie man das Ganze überhaupt darstellt, das kann man nicht zwischen verschiedenen Achsenkreuzen teilen oder kopieren, auch nicht. Das bedeutet, für jedes Achsenkreuz müssen Sie das extra alles einstellen. Das kann man nicht einmal einstellen für alles. So, aber erstmal, was müssen wir einstellen? Wir kontrollieren erstmal, ob wir hier so in unseren Arbeitsbedingungen überhaupt was sehen können. Und das allererstes fällt auf, wenn ich das jetzt ausführe. Ich habe natürlich immer noch nichts geplottet, das ist ja schon mal klar. Aber irgendwie ist es mein Fenster ein bisschen zu klein, um die ganze Grafik zu sehen. Das ist für uns im Moment ein bisschen unbequem. Und oft ist es so, dass man die Größe dieser Grafik tatsächlich mal verwalten möchte. Man könnte sie ändern. Und das zeige ich Ihnen als allererstes, indem ich hier eine Fix Size eingebe. Und das ist immer so ein Tuppel, 3,5 sagen wir mal. Und jetzt ändert sich das und man sieht, ah okay, offensichtlich ist 3 hier die schmale Seite. Das ist wieder sozusagen in wie viel es horizontal einnimmt. Und 5 ist offensichtlich die Höhe. Damit das für uns passt, müssen wir es also genau umgekehrt machen. Wir machen es ganz groß, 10 in der Horizontale. Aber nur 3 in der Vertikale, damit wir es schön genau in einem Fenster hier sehen können, damit wir hier nicht zu viel rumscrollen und rumändern. So, als allererstes stellt sich, okay, zuerst müssen wir natürlich plotten. Ich habe mir das alles, den Code hier bereits vorbereitet, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren mit Tippen und wenn ich mich auch ständig vertippe. Aber ich erkläre es eins nach dem anderen. Zuerst plotte ich x und y1. So weit, so gut kennen wir das. Also wenn ich das jetzt so machen würde, dann kennen wir das bereits. Was machen die anderen Parameter? Ich kann einen Parameter setzen, der heißt Label. Und das ist der Name von diesem Datensatz. Also was auch immer y sozusagen bedeutet. In unserem Fall hat es keine richtige Bedeutung, deswegen nennen wir es einfach Datensatz 1. Es kann sein, dass es in Ihrem Beispiel zum Beispiel die Temperatur ist oder die Feuchtigkeit oder die Regenmenge, wie es im Moment draußen ist und so weiter. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Parameter Color beizubringen. Und zwar die Farbe, mit der man das genau plotten möchte. Versuchen wir es mal. Jetzt sieht man, ah okay, das ist tatsächlich rot geworden, aber diese Label, dieser Datensatz 1 ist erstmal nicht zu sehen. Das werden wir ein bisschen später sichtbar machen. Im Moment ist es wichtig, dass wir es schon mal weitergegeben haben. Beim Plotten von einer zweiten Linie auf dem gleichen Plot funktioniert eigentlich genauso wie sonst. Und zwar benutze ich auch wiederum Plot, diesmal aber y2. Die x-Koordinate ist wichtig, damit er weiß, wo er das überhaupt plotten soll. Aber ich plotte diesmal y2. Als Name gebe ich ihm Datensatz 2, ist jetzt nicht besonders kreativ, aber tut's. Und als Farbe gebe ich ihm blau und hier habe ich sogar ein Marker hinzugefügt. Wenn man sehr viele verschiedene Daten auf dem gleichen Plot hat, ist es gut, wenn man nicht nur mit verschiedenen Farben arbeitet, sondern auch mit verschiedenen Markern. Ich zeige Ihnen erstmal, was dieser Marker tut. Er setzt an jedem Punkt, wo er Daten wirklich hat, er macht nicht eine durchgängige Linie, sondern an jedem Punkt, wo er wirklich Daten verfügbar hat,
setzt er auch diesen Marker. Die Größe dieses Markers kann man übrigens auch verwalten und auch ändern. Aber so weit gehen wir jetzt heute nicht. Ich kann Ihnen übrigens im Moment auch nicht alle Möglichkeiten hier zeigen, aber hoffentlich die allerwichtigsten und den Rest müssen Sie selber suchen. So, was ist jetzt wichtig auch noch? Ich habe gesagt, es ist sehr wichtig, dass man den Titel von dieser Grafik auch mal setzt. Hier habe ich mir was vorbereitet. AX Set Title nimmt den Titel, stellt den Titel von diesem Achsenkreuz fest. Legt es fest, Entschuldigung. So, ich weiß, wo ist es? Hier steht es, meine Daten. Da kommt es hin. Dann kann ich auch etwas Interessantes machen. Ich kann die X und Y, die Dimensionen, kontrollieren, wie viele Daten dort zu sehen sind. Wenn ich zum Beispiel hier Set X Limit, also von wo bis wo X dargestellt werden soll, und ich sage ihm zum Beispiel von 0,5 bis 100. Wenn ich das jetzt ausführe, dann passiert irgendwas Komisches, und zwar die x-Koordinate wird jetzt von 0,5 bis 100 dargestellt. Daten hat er natürlich nur von 0 bis 9, waren das, genau? Ja, das bedeutet, ich kann es aber auch so kontrollieren, bis es mir halt eben passt, weil es manchmal nicht so ganz eindeutig ist, wie möchte man es denn haben. Ich kann allerdings auch ein bisschen kleiner machen, als ich Daten habe, wenn ich zum Beispiel hier von 2 bis 5 die Darstellung mache, dann sieht man, okay, man hat jetzt nicht mehr alle Daten hier drin, sondern nur einige der Daten. Das ist auch normal, es wird eben so dargestellt, wie man es eben möchte. Man kann auf diese Art und Weise so eine Art Zoom-in ermöglichen. Man kann sich das so vorstellen, dass man einer Seite die kompletten Daten hat, aber das sind so viel, dass man da wenig erkennt und man möchte einen kleinen Bereich davon so reinzoomen, um zu sehen, wo man ist. Genau das gleiche kann man mit Y-Koordinaten machen, indem man hier statt X Y schreibt. Wir tun es aber zurück auf irgendetwas Sinnvollerem, aber doch, damit es sichtbar ist, von wo nach wo. Machen das einfach von 0 bis 20. Wenn ich das nicht setze, haben Sie bereits gemerkt, macht er das automatisch. Er guckt sich immer das Minimum und das Maximum in der X- und der Y-Koordinate an und nimmt diese plus ein bisschen drumherum, damit es schön aussieht. Das macht er schon mal automatisch, das muss ich nicht selber machen. Dann gibt es dann die Möglichkeit natürlich, und wie ich gesagt habe, auch ganz wichtig, dass man X und Y immer beschriftet. Was ist X, was ist Y? In diesem Fall habe ich sie jetzt einfach mit X und Y beschriftet. Das ist vielleicht nicht so ganz kreativ und auch nicht ganz korrekt, aber in meinem Fall haben die Daten ja auch überhaupt keinen Sinn und Zweck. Deswegen versuchen wir, wie das funktioniert. Da kommt jetzt der X, da kommt der Y. Schauen wir mal hier im Code an. AX Set X Label, eigentlich ziemlich selbstverständlich, und Y Label ist dann Y. Man kann es aber auch ändern und sagen, meine X-Daten und meine Y-Daten. Das muss sozusagen nicht ganz kurz sein, das kann auch relativ lang sein. Man kann übrigens auch hier kontrollieren, wie groß das ausgeschrieben wird, und sogar die Schrift, der Schriftfont kann man auch kontrollieren. Man kann eigentlich alles machen. Und dann war noch die Idee, dass wir natürlich diese Labels hier rausschreiben. Das macht man, indem man die Legend anzeigt. Einfach AX Legend. Und dann packt er das normalerweise hier in die Ecke rein, und zwar auch mit den Marken, mit den Farben und so weiter. Man kann aber den Platz von dieser Legende auch verschieben. Man kann das hier als einen zusätzlichen Parameter eingeben, aber wie gesagt, heute übertreiben wir es nicht mit den Details. Auch etwas ziemlich Interessantes, was oft irgendwie als Frage kommt, ist, Sie sehen ja hier diese Box um die Daten herum. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich ansprechend, aber oft ist es tatsächlich auch so, dass man sie auch nicht haben möchte. Um sie wieder wegzumachen, dann muss man mit den sogenannten Spines arbeiten. Und zwar die Spines sind keine Methode, sondern sind Felder von diesem Objekt AX, von dieser Klasse. Und man kann sie immer damit ansprechen, dass sie Top, Right, Left und Bottom heißen, offensichtlich. Und man kann auf sie dann die Methode setVisible aufrufen
und sie auf False zu setzen. Also ein bisschen komplizierter, aber letztendlich nichts Besonderes. Man setzt hier das Top und das Right auf Invisible, also als transparent oder nicht sichtbar. Und jetzt verschwinden sie auch. Man kann das natürlich auch mit allen anderen machen, aber hier probieren wir es erstmal nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, was auch ziemlich schick ist. Ich zeige Ihnen erstmal diese Funktion hier, dass man die kleinen Ticks zwischen, also Sie sehen ja auch hier in der Grafik, dass man gröbere Schritte genommen hat. Diese Schritte kann man auch kontrollieren. Aber jetzt zeige ich Ihnen nur, wie man die kleinen Schritte auch mit anzeigt, damit man eben etwas mehr Genauigkeit bekommt in dem Visualisieren der Daten. Wenn ich jetzt diese Minor Ticks On aufrufe, dann sehen Sie jetzt den feinen Unterschied. Hier kommen so ganz kleine Schritte dazwischen, damit man weiß eben, wo man genau ist. Damit lässt sich das ein bisschen besser beurteilen. Aber was noch praktischer wäre, ist so ein Grid, also so eine Art Raster, sich einzublenden, um zu sehen, wo es denn genau jetzt passt. Das macht man eben mit dieser Zeile 30, indem man Grid anspricht. Grid visualisiert genau so ein Raster. Und da kann man jetzt verschiedene Sachen kontrollieren. Ich habe es mir so eingestellt, dass er die Farbe grau hat. Und er hat eine durchgängige Linie, das ist dieser Line Style. Die Größe, die Dicke der Linie ist relativ dünn, also 0,25. Und Alpha bezieht sich auf die Transparenz. Wir versuchen es erstmal so und danach spielen wir ein bisschen. Sie sehen hier, das ist jetzt alles grau. Und er hat nur die Major Ticks, die sogenannten großen Schritte genommen. Das reicht dabei erstmal. Man kann es natürlich auch für die Miners machen. Wenn ich jetzt die Transparenz auf 1 ändere, dann sieht man, dass sie ein bisschen doller sind. Aber dafür, dass es grau ist, sieht man den Unterschied eigentlich kaum. Deswegen machen wir sie doch mal, nee, machen wir rot, machen wir nicht. Wir machen sie grün. Jetzt sind sie grün und die Transparenz ist 1. Wenn ich jetzt die Transparenz auf 0,1 stelle, wird es hoffentlich ein bisschen besser zu sehen sind. Jetzt sieht man auch den klaren Unterschied. Einmal haben wir dickes Grün und einmal haben wir kaum irgendetwas zu sehen. Und natürlich kann man auch die Dicke ändern. Man kann es auch ganz dick machen. Dann sieht es eben so. Und wenn man die Transparenz jetzt auch wieder auf 1 setzt, dann ist es ziemlich brutales Grün und der Raster ist wirklich ziemlich brutal. Aber Sie sehen, man kann alles eigentlich konfigurieren und anpassen, wie einem lustig ist. Wichtig ist, wenn Sie Ihre Grafiken bei uns abgeben und in den Hackathons bearbeiten oder sonst wo, dass Sie ein paar grundlegende Regeln wirklich beachten. Jede Linie soll eine unterschiedliche Farbe und möglichst auch noch einen unterschiedlichen Marker bekommen. Die Legende muss da rein. X und Y müssen beschriftet werden und zwar sinnvoll. Dann Titel der Grafik muss auch dort stehen und die Dimensionen der Grafik sollten entweder automatisch sein, also das, was man letztendlich von Python auch vorgegeben bekommt, von Pyplot, oder eben so eingestellt sein, dass es irgendwie Sinn und Zweck hat, damit man die Daten richtig schön sehen kann. Prinzipiell gilt die Regel, wenn ich eine Grafik beobachte, muss ich ohne jegliche andere Erklärung zurechtkommen, was sie überhaupt darstellt. Und was sie mir sagt, wie die Daten überhaupt zu verstehen sind. Wenn ich irgendeine Erklärung dazu brauche, wie von wegen, was steht eigentlich in der X-Achse oder was steht in der Y-Achse oder was ist jetzt eigentlich was, was ist blau, was ist grün, dann ist irgendetwas schiefgelaufen. Aber mit diesem Video sind Sie, glaube ich, gut versorgt. Dankeschön.